Meine absolute Empfehlung auch für Landschaftsfotografie, gerade am Tag in den Bergen, verwendet Verlaufsfilter. Die sehen so aus, das ist so eine Plexiglasscheibe, manche sind auch aus Echtglas. Der Verlauf ist von hell auf dunkel und das kommt ans Objektiv vorne dran und das verhindert ausgebrannte Bildstellen. Das heißt, wenn der Himmel zu hell wäre, aber die Erde, also die Oberfläche der Erde, schön ausgeleuchtet, dann schafft ihr mit einem Foto beides optimal ausgeleuchtet zu haben. Ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als eine Sonnenbrille. Wenn es euch zu hell ist, setzt ihr euch eine Sonnenbrille auf. Und das machen diese Verlaufsfilter. Jawohl, Alter. Oder, was noch viel hyper ist, dieses schicke Teil hier, das ist ein optischer ND-Filter. Das ist wie als würdet ihr an eurer Sonnenbrille mit einem kleinen Hebel die Leistung verstärken bzw. abschwächen. Es gibt ja auch optische Sonnenbrillen, die können das. Die richten sich je nach dem Licht, werden sie dunkler oder heller. Und hier bei diesem optischen ND-Filter müsst ihr einfach nur dran drehen und dementsprechend wird das Bild dunkler oder heller. Und das verwendet man dann in der Langzeitbelichtung am Tag. Kann man wunderbare Fotos machen, Wasserfälle geschmeidig abfotografieren oder auch Topmodels am Berg wie den Stefan in seiner schicksten Form darzustellen.